Um eine neue Traffic-Werbekampagne auf Facebook und Instagram zu erstellen, muss ich zuerst in den Facebook-Werbeanzeigen-Manager wechseln. Dort kann ich mit dem grünen Erstellen-Knopf eine neue Werbeanzeige erstellen und werde direkt danach gefragt, welches Ziel ich für diese Werbekampagne auswählen möchte. Hier wählen wir Traffic aus. Hier sehen wir nun alle Einstellungen für unsere Kampagne. Angefangen mit unserem Kampagnennamen, diesen nennen wir einfach mal kurz Test, geht es gleich weiter und wir werden gefragt, ob sich diese Anzeige an Wahlwerbung bzw. Werbung für politische oder gesellschaftlich relevante Themen handelt. Falls dies der Fall ist, müssen wir diesen Knopf hier auf Anmachen. Als nächstes können wir unser Kampagnenziel erneut ändern, falls wir etwas falsch ausgewählt haben. Zusätzlich können wir unsere Buchungsart auswählen. Bei Traffic-Kampagnen können wir allerdings nur Auktionen auswählen. Bei anderen Kampagnen gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Mit den A/B-Tests kann ich, wie hier schon beschrieben wird, Kampagnen, Anzeigengruppen und Werbeanzeigen gegeneinander vergleichen, um zu sehen, welche Strategien mir das beste Ergebnis liefern. Mit der Budgetoptimierung auf Kampagnenebene ist es mir möglich, das Budget für meine Kampagne auf Tagesebene oder auf Laufzeitebene zu bestimmen. Ebenfalls kann ich auswählen, ob ich meine Gebotsstrategie auf niedrigste Kosten einsetzen möchte oder ob ich Kostenbegrenzung oder Gebotsbegrenzung auswählen möchte. Ebenfalls habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen, ob meine Anzeigen nur in einem bestimmten Zeitrahmen angezeigt werden sollen, zum Beispiel nur vormittags. Als nächstes sind wir in der Anzeigengruppe. Hier können wir auswählen, wohin unser Traffic geleitet werden soll. Wir können auswählen zwischen Webseite, einer App, dem Facebook Messenger oder WhatsApp. Als nächstes haben wir dynamische Anzeigengestaltung. Hier ist es mir möglich, wie hier schon beschrieben wird, Gestaltungselemente für Anzeigen wie Bilder und Überschriften hochzuladen. Facebook generiert dann automatisch Kombinationen auf Basis unserer Gestaltungselemente, die von Facebook selbst optimiert werden. Falls wir dies auswählen möchten, müssen wir das hier auswählen und können im Nachhinein bei der Werbeanzeige die Bilder und Überschriften erstellen. Als nächstes ist es mir möglich, für meine Zielgruppe ein Angebot zu erstellen mit Prozenten oder ähnlichem auf meine Produkte. Als nächstes haben wir den Budget- und Zeitplan. Hier kann ich einstellen, wann die Werbeanzeige starten soll und wann sie aufhören soll. Ebenfalls kann ich unter weitere Optionen Anzeigen mir ein Ausgabenlimit für Anzeigengruppen hinzufügen. Als nächstes haben wir die Zielgruppen. Hier ist es mir genau möglich einzustellen, wer genau meine Werbeanzeige ausgeliefert bekommen soll. Ich habe hier die Möglichkeit nach Standort, Alter, Geschlecht und Interessen auszuwählen. Hier sind bereits sehr viele Interessen, demografische Angaben und Verhaltensweisen vorgegeben. Ebenfalls kann ich jeder dieser Einstellungen auch gewisse Personen ausschließen. Wenn ich eine Zielgruppe erstellt habe, kann ich diese mit dem Button diese Zielgruppe speichern, abspeichern und demnächst erneut verwenden. Hier können wir auswählen, wo unsere Werbeanzeige platziert werden soll. Facebook empfiehlt hier die automatische Platzierung.
Es ist aber auch möglich, dass man selbst manuell auswählt, wo man seine Werbeanzeige platzieren möchte. Man hat hier die Auswahl zwischen Feeds auf Facebook, Instagram und so weiter und kann ganz genau auswählen, wo welche Werbeanzeige ausgestrahlt werden soll. Hier haben wir noch die Möglichkeit auszuwählen, auf welches Optimierungsziel wir uns fokussieren möchten. Standardmäßig sind Linkklicks ausgewählt für eine Traffic-Anzeige. Ist aber auch möglich, Impressionen oder Landingpage-Aufrufe oder täglich erreichte Einzelpersonen auszuwählen. Ebenfalls kann man hier ein Kostenlimit auswählen. Dies geht bei der niedrigsten Kostenstrategie allerdings nicht. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit, unsere Werbeanzeige zu erstellen. Als erstes müssen wir auswählen, auf welcher Facebook-Seite bzw. auf welchem Instagram-Konto die Werbeanzeige hinleiten soll. Je nachdem, wie viele Webseiten ich habe, kann ich hier alle auswählen. Als nächstes kommen wir zum Werbeanzeigen-Einstellungen. Hier kann ich auswählen, ob ich eine Werbeanzeige erstellen möchte oder einen bestehenden Beitrag verwenden möchte oder einen Mockup aus dem Creative Hub verwenden möchte. Ebenfalls habe ich hier erneut die Möglichkeit, ein dynamisches Format für die Anzeigengestaltung zu verwenden. Dies funktioniert allerdings nur, wenn ich einen Katalog verwende, der bereits mit Produkten gefüllt ist. Ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, das Format auszuwählen. Pro Werbeanzeige kann ich immer nur ein Format benutzen. Ich habe die Möglichkeit, zwischen einem einzelnen Bild oder einem Video, einem Karussell, das bedeutet, es sind zwei oder mehr scrollbare Bilder oder Videos, oder einer Collection. Das ist eine Gruppe von Elementen, die als mobiles Vollbildereignis angezeigt wird. Ebenfalls habe ich hier die Möglichkeit, für Mobilgeräte eine Instant Experience hinzuzufügen. Bei der Anzeigengestaltung habe ich nun die Möglichkeit auszuwählen, welche Medien ich verwenden möchte. Ich habe hier bereits die Möglichkeit, hier eine Slideshow oder ein Video zu erstellen. Ich kann aber auch natürlich Medien hinzufügen, entweder ein Bild, ein Video oder ein Produkt aus meinem Katalog. Hier öffnet sich bereits eine Auswahl an Bildern, die man bereits hochgeladen hat. Ansonsten kann ich hier unter Hochladen erneut andere Bilder hinzufügen. Je nachdem, was für ein Format mein Bild nun hat, wird das Bild auf unterschiedlichen Platzierungen nicht ausgestrahlt werden können. Wir sehen hier bereits, dass Facebook mir mitteilt, dass diese Werbeanzeige nicht im Instagram-Feed ausgeliefert werden kann und auch nicht in den Instagram-Stories. Ich kann hier noch die Platzierungen bearbeiten. Entweder ich kann Platzierungsgruppen auswählen, Feeds und Instagram-Videos, Stories, Apps und Webseiten. Oder rechte Spalte, Suchergebnisse und Instant-Artikel. Ich kann hier aber auch alle einzelnen Platzierungen auswählen. Hier kann ich den primären Text für mein Bild hinzufügen. Ebenfalls habe ich die Möglichkeit, mehrere Texte hinzuzufügen, einen Alternativtext. Facebook wird alle Texte durchprobieren. Und der Text, welcher am besten funktioniert, wird dann weiterverwendet werden. Ebenfalls habe ich die Möglichkeit, einen aussagekräftigen Titel hier hinzuzufügen und eine Beschreibung. Diese sind allerdings optional. Hier kann ich erneut auswählen, ob ich als Ziel eine Webseite, eine Facebook-Veranstaltung oder einen Telefonanruf habe. Und hier muss ich auswählen, welche Webseite ich verwenden möchte. In diesem Fall
unserer Webseite Social Media Akademie. Hier können wir noch den Link, der angezeigt ist, verändern und auch den Call to Action Button. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten, die Facebook uns vorgibt. Zuletzt können wir noch Übersetzungen hinzufügen, falls wir die Werbeanzeige auch auf Englisch oder auf einer anderen Sprache ausliefern möchten. Hier haben wir so die Möglichkeit, eine Standardsprache auszuwählen und eine neue hinzuzufügen. Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, verschiedene Tracking-Dienste einzusetzen. Ansonsten ist hiermit die Werbeanzeige erstellt. Für gewöhnlich erstellt man pro Anzeigengruppe 3 Werbeanzeigen. Somit hat Facebook die Möglichkeit, die 3 Werbeanzeigen durchzuprobieren und zu sehen, welche Strategie am besten funktioniert.